Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen heute Abend hier in Trier in der Herz-Jesu-Kirche. Mit der Feier des Palmsonntags beginnen wir die heilige Woche. Sie führt uns vom Einzug von Jesus in die Stadt Jerusalem über das Kreuz und das Grab zum Ostermorgen und seiner Auferstehung. In diesem Jahr wird die Fastenzeit nicht aufhören an Ostern wie sonst in den anderen Jahren, sondern sie wird weitergehen. Kontakte, körperliche Nähe bleiben verboten und gefährlich. Wir müssen weiter zu Hause bleiben. Aber im Gebet und im Glauben sind wir verbunden. Über das Smartphone, das Telefon, das Internet und andere Möglichkeiten. Die Palmzweige sind ein Zeichen der Hoffnung. Das ganze Jahr hindurch stecken sie in den Kreuzen in unseren Häusern und sie zeigen, dass Jesus auferstanden ist und dass er uns allen Hoffnung schenkt. Jesus gibt uns die Hoffnung. So segnen wir jetzt die Zweige, die ein Zeichen des Lebens und der Hoffnung sind und die wir zu Hause hinter die Kreuze stecken. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, segne diese grünen Zweige. Sie zeigen uns dein Leben und deine Hoffnung. Mit ihnen ehren wir Jesus von Nazareth, mit dem deine Herrschaft angefangen hat. Stärke und ermutige uns, deinem Sohn zu folgen und ihn, Jesus, zu tragen in die Welt. So bitten wir mit ihm, Christus, unserem Herrn. Amen. Damit sie für das ganze Jahr hindurch ein Zeichen der Hoffnung und des Lebens sind. Wir wünschen euch allen in schwieriger Zeit eine gesegnete Osterwoche.